Das heißt, am Ende dieser überlangen Folge machen wir tatsächlich noch die Bonusmission. Zumindest gucken wir mal rein, was es so ist. Baue eine Brücke, um das Volk mit Nahrung und Baumaterial zu versorgen. Gib nicht mehr als 20.000 aus. Baumeister, man berichtete mir, dass ein Teil meines Volkes seit dem Überfall der Urks Hunger leidet und in zerstörten Häusern wohnt. Und nachdem ich meine geile Alte gepimpert habe, also meine Geliebte, solltest du vielleicht auch mal was fürs Volk tun. Baue mir eine Brücke, damit ich ihnen Nahrung und Baumaterial persönlich bringen kann. Okay. Aber wir dürfen maximal 20.000 ausgeben, weil der König sagt, nee, mehr darfst du nicht. Der ist uns zu teuer. So. Mal schauen. Die billigste Variante, das zu bauen, ist hier ein Holzstamm und hier ein Holzstamm. Und hier in der Mitte dann quasi so ein übliches Dreieck. Gucken wir einfach mal, wie schwer die Sachen sind. Die sind wahrscheinlich viel schwerer. Ja, die sind viel zu schwer. Dementsprechend spannern wir ein paar Seile, damit das Mittelding nicht wegknickt. So. Mhm. Ja, damit habe ich schon gerechnet. Das ist alles in meiner Berechnung mit drin gewesen, wenn das passen würde. Aber da es nicht passt, wird es eben passend gemacht. Und das auch hier, weil ich baue ja immer, kann ich mir nicht mehr leisten. Und jetzt bin ich auch schon budgetmäßig drüber. So, budgetmäßig, ja. Mhm. Gut, gucken wir mal, wie weit wir budgetmäßig kommen. Nein, Mensch, komm, bau. So. Ja, man soll ja einfach denken. Aber ich weiß ja schon, dass der erste gleich kaputt geht. Knacks. Nein, das ist zu teuer. Das ist alles zu teuer. Ja, ich weiß, Budget zu teuer. Der Rest muss halt billig. Billig Holz. Das kracht doch schon vom bloßen Hinsehen zusammen. Ups, habe ich versehentlich einen fahren gelassen, ist die Brücke zusammengebrochen. Ha, wie konnte sie nur? Wir sind noch nicht beim Budget angelangt, das sind wir jetzt. So, mal schauen. Knack, knacks, kaputt. Das hier unten ist ja stabil. Hält das eigentlich auch so?
dann müssen wir den halt durch einen Baumstamm ersetzen. So. Die durch Seile. Ups. Was war denn das jetzt gerade? Habe ich versehentlich doppelt geklickt? Wollte ich nicht. Tut mir leid. Das Seil geht doch kaputt, oder? Nee, das bringt jetzt auch nichts, hier Seile zu verwenden. Ups. Das muss ja irgendwas so in der Art wie das hier sein. Weil sie kommen rüber, aber wir sind über dem Budget. Tja, ob TBM Zock das noch in den nächsten 3 Minuten rausfinden wird, wer weiß. Wir sind 2300 drüber. Jetzt immer noch drüber. Jetzt sind wir drunter. Das hält nicht. Jetzt sind wir knapp drüber. Wenn das halten würde, dann würde ich natürlich sagen, okay. Aber es hält nicht. Weil man zumindest hier so eine X-Verstrebung braucht. Ja gut, ich würde sagen, das werden wir wohl nicht mehr in dieser Folge rausfinden. Denn ich bin immer noch 1100 drüber. Das ist nicht so gut. Ich tippe mal drauf, dass diese Holzdinger hier irgendwie durch was anderes ersetzt werden müssen, was besser hält. Ich weiß es aber nicht genau. Knackt da der Sound? Ich teste mal was. Was passiert, wenn ich den hier etwas kürzer mache und hier einen in der Mitte einfüge? Und dann entsprechend hier mit 2 Hölzern arbeite. Das wird nicht funktionieren, weil einer von den beiden Hölzern kaputt gehen wird. Ja. Und wenn ich den quasi durch ein normales Holz ersetze, dann bringt das auch nichts. Und hier einmal eine Kreuzseilverstrebung zu machen, ist wieder über dem Budget. Und wird wahrscheinlich auch nichts bringen. Weil ja das Holz ist, was kaputt geht. Knacks. Irgendwo muss man Geld sparen. Also dieses V hier ist schon mal notwendig. Bei denen, die sind auch notwendig. Die Seile halten das Ganze zusammen, damit das nicht wegklappt. Wir können natürlich versuchen, hier entsprechend das durch einzelne Streben zu ersetzen. Die dann entsprechend sehr viel mehr Verwendung finden. So, das ist günstiger als... Ups. Da muss natürlich wieder auch einer hin. So. Das ist jetzt günstiger als die andere Konstruktion, aber ich habe die Befürchtung, dass die nicht hält. Yep. Die bricht da unten zusammen. Wenn ich da unten jetzt wieder so ein Holzding hinbaue, sind wir wieder deutlich drüber. Ach, ist das ätzend. Ja, ich mag. Jetzt bin ich ja auch schon wieder deutlich drüber. Mal sehen, was jetzt kaputt geht.
Jetzt geht der oberste kaputt. Danach geht er da drunter kaputt. Boah, nee, ich habe ja schon mit möglichst wenig Teilen möglichst viel erreicht, nur... Also es ist halt so dieses... Naja, also wenn ich das jetzt mache, dann hätte ich das auch weglassen können. Aber dann... Alter, die Seile sind ja teuer als das Holz. Ich überlege gerade noch etwas. Also, es kann sein, dass ich da vielleicht ein bisschen stiller bin und ein bisschen weniger rede. Da reißen bestimmt die Seile. Yep. Ja, ich weiß, die Brücke in der Mitte ist kaputt. Da ist das jetzt gerissen. Ja, und immer noch in der Mitte ist die Brücke kaputt. Grrr, das kann doch nicht angehen. Kann denn das so schwer sein? Also die muss tatsächlich von denen gestützt werden. Das geht nicht anders. Da könnte man entsprechend dann so machen, dass der... Nein, das geht nicht. Ach so, weil sich da zwei Seile überschneiden. Blöd.